Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Wir sind schon auf dem Weg, die Handelsroute zu eröffnen. Ihr seht, wir sind hier im Schnee, wie vermutet. Ist der neue Händler im Schnee, die neue Stadt, die wir hier entdecken sollen und werden. Oh, da ist ein Holzfäller. Uns ist auch schon ein Berglöwe über den Weg gelaufen. Oder wie ihm. Oh Gott, was ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Totenschädel. Eieieiei. Und da hinten ist der Händler. Wir looten mal. Hast du es? Wir looten mal ganz schnell diese Zeitungsständer hier. Was ist das? Sehr gut. Das nehmen wir mit. Ich nehme natürlich alles mit, aber ich will natürlich auch wissen, was ich freischalte. Das ist auch schön. Das kennen wir schon. Hier ist nichts drin. Und hier haben wir hier. Ah, auch gut. Sehr schön. The Last Sunset. Oh, das ist auch ein schönes Gebäude. Sieht aus wie ein Hotel oder sowas. Nee, The Last Sunset. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Altersresidenz. Das ist ein ganz gewisser Humor, der dahinter steckt. Sehr schön. M.E. Baker und Sons. Okay. Ja, hier ist natürlich logischerweise alles ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Händler, wo sind wir? Da oben geht's rein. Wir fahren gerade zur falschen Seite hin. Ah. Price Reality, okay. So, hier müsste jetzt irgendwo der Eingang sein. Ja, so. Und hat er uns da auch schon einen vollen Warenkorb, Einkaufswagen vor der Tür gestellt? Hm? Na gut. Achso, ihr seht, ich habe ein bisschen was gelootet unterwegs. Bin natürlich, konnte an bestimmten Sachen einfach nicht vorbeifahren. You loot, I shoot. Sehr schön. Das gefällt mir tatsächlich in gewisser Weise. Okay. Ja, die haben ja gesagt, die haben die Händler komplett überarbeitet und das ist ein interessantes Setting. Der hat es eher so mit Militärtransportern. Militärstützpunkt. Schön. Trader Hack. Wie auch immer man das ausspricht. Ja, hier Klamotten. Militärklamotten. Oh, schön. Ja, das fehlt mir noch. Das geht, glaube ich, noch nicht. Dass man das selber macht, ne? Dass man diese Puppen anziehen kann. Das wäre nochmal schön. Oh, der hat ja... Ja, moin. Der hat ja ordentlich... Zeug. Cool. Das ist schön gemacht. Gefällt mir. Ack, got it. So, dann... Surprise, surprise. Na, danke für die Belohnung. So, zeig mal dein Inventar. Ich interessiere mich in erster Linie für Bücher. Fertigkeit von Klingen, Fertigkeit von Schrotflinten, Reparaturwerkzeuge und Schrotflinten Messias. Das ist schon offen, das Buch. Das hat man gerade aufgesammelt. Haben wir gespart. Gut. Ich könnte im Gegenzug dir das Ding verkaufen. Hast du Interesse dran? Super. Na gut, das ist eine Rohr, das schauen wir. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir machen tatsächlich so, dass wir jetzt nie erst zurückfahren, sondern dass wir jetzt einfach hier irgendwo in der Nähe. Was gibt es? Zwei Missionen. Ian Land Coal Mining. Ist nur eine Tier 1 Mission. Klingt aber gefährlich. Was hast du gleich hier um die Ecke? Choice USA. Geht los. Achso, du könntest eigentlich mal was trinken, sehe ich gerade. Wo geht's raus? Da geht's raus. Da ist unser Fahrrad. Hört ihr das? Okay. Da du nur alleine bist, nehme ich es mit dir auf.
Kann ja nicht so schwer sein, dachte ich mir. Ja. Verrückte Welt. Wie gesagt, ist nur eine Tier 1 Mission, aber dadurch, dass... Dadurch, dass ja das ganze Gebiet schon mal höher ist, haben wir hier jetzt effektiv eine Stufe 2,5. Auch nicht schlecht. Ja, Federn. Ich hätte jetzt lieber mal ein Ei gefunden, das wir braten können. Oh, Maschinengunner, was haben wir hier? Automatische Waffen nutzen sich langsamer ab, sehr schön. Ja, ich sehe es. Er hat mich entdeckt. Schießpulver nehme ich mit. Rad müssten wir auch schon genug haben, oder? Können wir dann erstmal ins Auto, ins Fahrrad packen. Das können wir hier reinpacken. Oh Gott, nee. Och ne Leute. Lass es dir schmecken, lieber Bergläufer. Das war ein Fail. Und da freue ich mich, dass die Option erscheinend bei meinem Rucksack eingefügt wurde ins Spiel. Hier gibt es Hopfen. Der Hopfen sieht immer noch so beschissen aus wie in der vorhergehenden Version. Da könnten sie mal was dran machen. Das sieht so lächerlich aus. Zum Glück haben wir die Mission noch nicht angenommen, sonst wären wir die jetzt los. Ist er noch in der Nähe? Ich sehe ihn nicht. Ja, das war jetzt hier ein bisschen ärgerlich. Keine Ahnung, wo er herkam. Na gut, um ihn müssen wir uns jetzt auch erstmal kümmern, wie ich sehe. Gut, trotzdem nochmal überlegen, was wir hier reinpacken, was wir jetzt vielleicht nicht nochmal finden. Das. Ja, pack's mal rein. Die Federn werden wir auch nicht finden. Gut, wieso ist denn der jetzt schon wieder kalt? Das lässt sich auch alles looten. Na gut, okay. Da ist schon wieder der nächste. Da wird selbst eine Tier 1 Mission zur Herausforderung. Wir haben die Mission noch nicht einmal angenommen. Oder gestartet, angenommen schon, aber noch nicht gestartet. Gut, ist jetzt endlich mal Ruhe hier. Ist ja unglaublich. So, wir starten sie und dann müssen wir sehen, wie wir jetzt zurechtkommen. Was sollen wir eigentlich machen? Die Vorräte suchen. Na, das kann ja nicht so schwer sein. Ach ja. Ja, ja, da ist schon der erste. Okay, ein Schlag gegen die Containerwand. Bist du nochmal auf? Ne, dein Kopf ist ziemlich wackelig. Die Baumaterialien nehme ich jetzt nicht alle mit.
Okay. Zwei. Ja, hast du gut gemacht. Hast dich weggeduckt. Oh, da ist eine Hundehütte. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Okay, von der Seite geht's nicht rein. Das ist eine Sporttasche, ja. Na gut, okay. Da wird zu sein. Ja, aber auch interessant. Muss man hier hoch irgendwie übers Dach? Na gut, gehen wir mal hier außen vorbei. Nehmen wir jetzt nicht alles mit. Hier ist die Lampe, alles klar, hier geht's hoch. Oh, da sind die Vorräte schon. Das heißt, wir hätten es schon tatsächlich geschafft. Aber wer bin ich denn, dass ich den Loot liegen lassen würde? Vera-Creme haben wir nicht schon gefunden? Nein. Kommen wir jetzt nie aufs Dach, brauchen wir aber auch nicht, da gibt es nichts zu holen. Und hier geht's rein. So, kann ich mir jetzt meinen Loot holen? Danke. Papier, nehmen wir nicht mit. Haben wir schon geguckt. Du bist hier rausgekommen, alles klar. Das ist zu stabil, da ist nichts. Da hat uns jemand was zu essen hingelegt. Und da geht's dann weiter. Retro-Kühlschrank, gut. Ich hab's jetzt erst noch mitgenommen, was ist denn das? Real Floor, das klingt nach Mehl. Maismehl, guckt euch das an. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Jetzt loote ich doch den ganzen Kram. Nee, das braucht man nicht. Wobei, früher oder später braucht man Sand, ne? Bist du hier? Wenn wir an unserer Basis ein bisschen was mit Glas machen wollen, dann brauchen wir tatsächlich den Sand. Gut, hier den Container einmal durchgeblutet. Und dann geht's weiter ins Gebäude rüber. Oh, Nitrat, auch schön. Na, da oben, okay. Ja, steckt auch relativ viele Schläge ein, sehe ich gerade. Ich kann froh sein, dass ich dabei nicht infiziert werde und Gehirnerschütterungen so einen Kram kriege. Im Gegensatz zu dem, da muss ich eine tierische Gehirnerschütterung haben. Da ist eine Kamera, okay. Ne, Papier lasst ihr hier bitte. Kartons kannst du nie looten. Okay, dann geht's hier weiter. Ah, jetzt kommt der Laden. Auch schön verwinkelt gebaut, dass man ja möglichst nicht mitkriegt. Prime Bar. Gott, das klingt nach so vielen. Ja, ja.
Ah, ein Soldat. Hat man lange nicht. Da steht noch mal auf. Gut, weiter geht's. Ach, habe ich noch gesagt, Federn werde ich ja drinnen wahrscheinlich nie finden. Was mache ich? Ich finde Federn. Das kannst du ja natürlich gleich mal essen. Macht dir aber wieder nur Durst. Kannst einen Kaffee trinken. Wenn du einen Kaffee trinkst, kannst du. Hast du was gegen die Kälte? Ja gut. Hat man das? Ja. Gut, müssten wir jetzt durch sein, oder? Wir sind am Loot angekommen. Müssten wir langsam soweit sein. Oh, schön. Also die ganzen Zierelemente, sage ich mal, ja, sowas, Plakate und sowas, da haben sie sich schon viel Mühe gegeben, haben sie viel gemacht. Kartoffeln, sehr schön. Nichts drin, okay. So, medizinische Vorräte, gebe her. Schön, ein Buch. Und ein Verband, den könnten wir auch anwenden. So zur Sicherheit. Das gucken wir uns gleich alles an. Hier gehen wir nochmal durch. Die ist nur eine Tier-1-Mission, ne? Die ist bloß so schwer, weil wir die Gebietsschwierigkeit noch dazu kommt. Munition. 12 Schuss. Hier geht es übrigens raus. Was hast du jetzt übrigens für ein Problem? Weiß ich nicht. Was hast du hier? Ödlandschätze. Wasser brauchst du immer. Ich habe diesen Trick herausgefunden, wie man Wasser reinigt. Und das macht jetzt was? Den Rest nehme ich auch gleich mal mit. Und was bedeutet das jetzt? Finde ich jetzt mehr gereinigtes Wasser oder sowas? Stand jetzt nicht dabei, was der Vorteil von diesem Buch ist. Oh, schön. Ein Eintopf. Den nehmen wir mit. So, da haben wir es. Sind wir durch. Das ist ja auch mal eine schöne Mechanik hier. Warte, gucken. Berglöwe. Keiner da. Dieses Roll-to-Roll-Gitter, das hätte ich auch gerne. Kann man das bauen? Knüppelfertigkeiten verbessern. Die kannst du zerlegen. Und das Holz nehmen wir mit, weil es vergleichsweise viele XP bringt. Das ist der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Das Zeitung, den kennen wir schon. Und der ist neu. Du kannst aus Erzstein und Holz kompakte Stäbe fertigen, die sich leichter tragen lassen. Aha. Ja, ich glaube, das ging. Da konnte man dann quasi aus, keine Ahnung, aus 1000 Steinen, irgendwo, wo hier immer das Limit ist, aber 2500, was man stacken kann, konnte man dann einen großen Stapel bauen und dann konnte man die quasi wieder wie eine Art Kaskade stapeln. Schön. Gut. Joe's USA. Das ist der Laden, den haben wir gesehen. Ach, hier ist noch ein Nest. Gut. Genau. Ei und Federn. Ja. Achso, was hast du hier? Ein Tier 6 Eisenhelm. Das ist ja auch mal schön. Den musst du eigentlich gleich aufsetzen. Nimm mal den und dann guck mal, was der. Maximale Haltbarkeit und mehr Rüstung. Ansonsten ist er identisch. Dann machen.
die zwei Dinger raus. Und stattdessen die zwei Dinger rein. Siehst du, da hättest du sogar noch Platz für noch mehr Mods. Und den Eisenhelm können wir dann, oder den Alteisenhelm können wir dann wegmachen. Haben wir eigentlich schon wieder einen Punkt gekriegt? Schon wieder. Den wollten wir für was nehmen? Richtig, wir wollten ihn für Maschinengewehrschütze nehmen. Richtig, Soldat. Jeder mit einer automatischen Waffe erzielte Treffer gewährte 2 Ausdauer. Finde mehr Maschinengewehre, Teile und Munition. Gut. Jetzt ist aber hier ganz schön neblig. Trotzdem, den Händler werden wir finden. Der war nicht so weit weg. Da ist noch ein Nest. Nee, okay. Nein! Bär. Da habe ich ja Angst. So, jetzt lassen wir uns erstmal von dem die Belohnung geben. Ja, Heinun kennen wir schon. 9mm Munition vielleicht, oder? Denn den Rest braucht man nicht unbedingt. Da habe ich ein Inventar sein, braucht man nicht. Das kennen wir nur inzwischen auswendig. Und noch eine Aufgabe wollen wir nicht machen. Da wird es heute ein Stück kürzer, würde ich sagen. Denn als nächstes mache ich mich auf den Weg zurück. Da ist ein ganzes Stück. Wo ist denn jetzt mein Fahrrad hin? Da drüben. Der Weg zurück ist ein Stückchen hin. Achso, ich könnte eigentlich schon den Händler noch looten, ne? Okay. Achso, kannst du gar alles nehmen. Und dann sind wir schon als nächstes beim Tag 27. Da haben wir nicht mehr weit. Bis zur Blutmondnacht. Und wir sind noch nie so richtig gut vorbereitet, wobei viel mehr können wir ja nicht vorbereiten. Wir haben noch keine Möglichkeit, Fallen zu bauen. Oh, guckt hier. Arbeitsstation. Und da waren Stahlspitzen, Stahlpfeilspitzen dabei. Handmischer haben wir auch noch nie. Was haben wir hier? Nochmal Arbeitsstation. Hat aber viel in seinem Gelände drin, was er mir kostenlos überlässt. Das wird dann wohl eher Benzin sein. Ob er das weiß, dass ich den gerade ausraube? Oh, schön. Da hast du ja fast mehr davon. Die kriegst du nie auf, ne? Du darfst ja nichts zerstören. Da hast du ja fast mehr davon, den Händler zu looten, als eine Mission zu machen. Oh, schick. Funkstation, sogar ein Heli-Landeplatz hat er, ja, das ist ja unglaublich. Dekadent, total dekadent. Oh, jetzt haben wir jemanden geweckt da draußen. Das ist nie gut. Waffenfeuer. Achso, hast du keinen Platz? Naja, sowas. Macht aber auch nichts. Ist nix und der. Den kannst du. Und die Suppe kannst du gleich essen. Brauchen wir ja keinen Inventarplatz dafür. Schön. Gut. Wie gesagt, ich mache mich auf den Weg nach Hause. 16 Uhr ist es. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Da werden wir wahrscheinlich auch, hast du das gerade gesehen? Der Helm. Die Stirnlampe ist ein bisschen strange, oder? Dass die da in der Luft hängt, da der Lichtkegel. Nun gut. Sehen wir uns morgen bei unserem Händler, beim Rekt. Aber wenn wir vor der... da müssen wir mal gucken, ob wir da vorher noch eine Tier 4 Mission machen. Wir können jetzt Tier 4 Mission annehmen. Aber schaffen wir die dann noch ordentlich? Lassen wir uns mal
durch den Kopf gehen bis morgen. Für heute würde ich sagen, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.